In der Regel sollte man für ein Videoprojekt nur Videomaterial verwenden, welches mit der gleichen Bildrate gedreht wurde. Vielleicht haben Sie aber auch zusätzliches Fremdmaterial, zum Beispiel aus einem Archiv, welches in einer anderen Bildrate vorliegt. In IDEOS können Sie Clips mit unterschiedlichen Bildraten zusammen in einer Timeline bearbeiten. Grundsätzlich rechnet IDEOS das importierte Material immer auf die in der Projekteinstellung festgelegte Bildrate um. Beachten Sie dabei, dass alle Einstellungen in den Projekteinstellungen nachträglich geändert werden können, jedoch nicht die Bildrate. Daher ist es wichtig, die Bildrate beim Anlegen des Projektes richtig auszuwählen. Um die Projekteinstellung richtig anzulegen, sollten Sie sich allerdings sicher sein, in welchem Format Sie Ihren fertigen Film ausgeben müssen. Denn je nachdem, wie Sie das IDEOS-Projekt anlegen, gibt es unterschiedliche Auswirkungen auf die Performance und Bildqualität. Arbeiten Sie beispielsweise in einem 50p-Projekt und importieren 25p-Material, wird jedes Bild doppelt angezeigt. Die volle Bildauflösung bleibt erhalten, 25p-Material ruckelt im Vergleich zu 50p-Material aber etwas. Es hat nur die halbe Bewegungsauflösung. Importieren Sie jedoch 50p-Material in ein 25p-Projekt, wird jedes zweite Bild verworfen. Somit wird der Bildfluss einer 50p-Aufnahme zerstört. Die Bewegung ruckelt noch mehr als nativ gedrehtes 25p-Material. Bei Zeitlupen wird mit einer sehr hohen Bildrate aufgezeichnet. Die Abspielgeschwindigkeit der Aufnahme können Sie in IDEOS bestimmen. In der Regel richtet sich die Abspielgeschwindigkeit nach den Standard-Bildraten. Gehen Sie im BIN-Fenster auf die Clip-Eigenschaften und dort in den Reiter Video-Info. Anhand des Sternchens ist zu erkennen, dass in unserem Beispiel 50p die voreingestellte Abspielgeschwindigkeit ist. Diese Bildrate lässt sich in IDEOS aber einfach abändern. Wenn man eine niedrigere Bildrate wählt, wird die Zeitlupenaufnahme noch langsamer abgespielt. Wenn Sie NTSC und PAL-Material in IDEOS mischen möchten, ist das sehr gut möglich. Allerdings führen hier die unterschiedlichen Bildraten zu Abstrichen in der Bildqualität. Denn bei der Berechnung von schnellen Bewegungen entstehen Doppelbilder an bewegten Kanten. Eine noch hochwertigere Frameratenkonvertierung bietet das Programm Respeeder. Dort werden eigenständige Zwischenbilder berechnet. Somit entstehen keine unschönen Doppelbilder. Allerdings sollten Sie im Respeeder nur mit progressivem Quellmaterial arbeiten, um gute Ergebnisse zu erzielen.